So eine alte Villa hat viel zu erzählen. Eine lange Geschichte, viele Menschen haben hier gewohnt. Viel Mobiliar hat sich angesammelt und ebenso viel Sanierungsstau. Das Gebäude im rheinhessischen Westhofen hat Stil, aber um es wieder bewohnbar und lebenswert zu machen, braucht es viel Mut und Investitionen. Das hat so gut geklappt, dass sich das Gebäude am Moorstein heute sogar Gut Leben nennt. Aus dem Wohnhaus wurde ein Hotel mit Restaurant und Veranstaltungsräumen. Die Familie, muss man sagen, ist ausgestorben, die das hier mal gebaut hat und dann über viele Jahrzehnte gewohnt hat. Und nachdem die letzte Besitzerin verstorben war, wurde das Haus vererbt, aber familienfremd. Da lag es erst einmal viele Jahre und wurde nicht bewirtschaftet. Es kam auch herunter. Und dann irgendwann, 10, 12 Jahre danach, überlegte man es zu veräußern über einen Makler. Und so kam es dann auf einmal auf den Markt und ich habe es ganz zufällig eigentlich nur gefunden. Westhofen im Wonnegau hat rund 3000 Einwohner und kann einige zauberhafte Fachwerkhäuser vorweisen. Rund um den Ort hat man Reste von Säugetieren des Urrheins gefunden, die wohl 10 Millionen Jahre alt sind. Aus dieser Sicht ist die Villa dann wieder sehr jung. Sie sind als Kind schon hier als Schüler vorbeigelaufen an diesem historischen Haus. Da hätten Sie nie gedacht, dass Sie hier mal das selbst erwerben würden, oder? Nein, also das war sicherlich nicht absehbar. Das war reiner Zufall, dass sich das später ergeben hat. Aber es hat sicherlich darauf eingewirkt, dass ich mich entschieden habe, das Haus zu kaufen, weil ich es eben schon aus der Kindheit und Jugend kannte. Auf dem Grundstück war vieles zu finden, das lange verschüttet war. Darunter auch dieses Cabriolet, ein Karmann Ghia. Er wurde in Osnabrück im Auftrag von Volkswagen gebaut und nutzte viel Technik des VW Käfer. Sieht man ihm gar nicht an. Er war in den 50er bis 70er Jahren auch nicht selten. Heute ist er es. Die Kleidung der letzten Bewohner war ebenso noch zu finden, wie alle möglichen Utensilien aus dem Haushalt. Die Ausstattung erinnert durchaus noch an die Bauzeit. Das Gemäuer war langsam zugewachsen, fiel an der Straße nicht mehr auf. Die Wege wurden nicht mehr oft genutzt. Sie haben hier noch historische Weinflaschen stehen. Aus welcher Zeit sind die jetzt? Die sind aus dem Jahrhundertjahrgang 1976, also ein ganz besonderer Jahrgang. Und es war einer der letzten Jahrgänge, die hier auch im Haus noch produziert wurden. Und der frühere Apotheker hier aus dem Dorf, der auch unser Gast ist, hat mir die einmal mitgebracht aus seinem alten Weinkeller. Ja. Darf ich die mal anfassen? Weil die sind wahrscheinlich wertvoll. Also das ist der letzte Jahrgang, der hier auch produziert wurde als Weingut. Ja. Möchte man aber heute nicht mehr trinken, denke ich. Nicht unbedingt. 1976 war zwar ein toller Weinjahrgang, aber das ist jetzt doch sehr lange her und die Weine waren nicht darauf ausgelegt, so lange getrunken zu werden. Ja. Ich stelle den wertvollen Wein dann mal wieder hierher. Es ist fast alles noch original, was eben original geht. Ich sehe hier so eine Klappe in der Wand. Ist da was dahinter? Ja, hier sind die Bänder für die Rollläden. Also wir haben hier nur originale Fenster, die wir wieder aufgearbeitet haben. Und wir haben auch noch die ganz alten Rollläden, die herabgelassen werden können. Und ähnlich wie das früher schon in Schlösschen war, wurden diese Bänder versteckt, eben hier im Hintergrund. Und ganz schön dann wieder kaschiert, indem die Tür zugeht. Sehr schön. Ja. Also hier steht einiges Interessantes rum. Ein Ambiente, das einfach passt. Die Tapeten sind auch so in dem Stil, aber die sind nicht alt, oder? Die sind nicht original? Nein, die Tapeten waren nicht mehr zu retten. Deswegen haben wir auch hier nach etwas Wertigem als Ersatz gesucht, sind fündig geworden bei der Firma Hembus in Frankfurt. Das ist die einzige Firma in Deutschland meines Wissens, die sich auf historische Tapeten spezialisiert hat. Das heißt, die geht auch in alte Burgen und Schlösser, schaut, was waren da die Motive. Mhm. Und produziert die dann nach und das auch noch in sehr viel Handarbeit. Und das war genau das Richtige, um eben der Wertigkeit hier unserer Belletage Rechnung zu tragen. Und die Decke, ist die noch original? Die Decke ist original, da mussten wir tatsächlich gar nicht Hand anlegen, außer einmal diese Deckenmalerei abzuwaschen.
diese alten Wappen zeugen noch aus der Zeit und sehen fast aus wie gestern gemalt. Ja. Sie sind jetzt noch gar nicht so lange hier und haben in dieser Zeit schon so vieles renoviert, aber ich sehe, Sie haben auch mehrere Preise schon hier stehen. Können Sie da was dazu sagen? Ja, das ist natürlich gut und es ist wichtig, dass wir bekannt werden und solche Preise helfen dabei. Wir haben beispielsweise vom Feinschmecker eine Auszeichnung bekommen, dass wir zu den besten 500 Restaurants in Deutschland gehören. Das ist natürlich für die kurze Zeit, die wir am Markt sind, eine tolle Auszeichnung. Und hier sehen wir jetzt ganz konkret nationale und internationale Preise von Best of Wine Tourism. Die schauen sich an, was in der Region eine besondere Strahlkraft hat. Und hier sind wir ausgezeichnet worden auch für die Gastronomie, für unser Weinangebot und auch für die Kultur, denn wir bieten hier auch sehr viele Kulturveranstaltungen an. Das milde Klima lässt es zu, dass nicht nur guter Wein in Rheinhessen wächst, sondern auch sonst viele Pflanzen. Etliche Kräuter, die in der Küche Verwendung finden, werden im Hof angepflanzt. Von hier sind es nur ein paar Schritte in die Küche, die auch heute noch da ist, wo sie früher war. Die Mägde mussten so gar nicht durch den Haupteingang gehen, sondern hatten einen direkten Zugang zu ihrem Arbeitsplatz, ohne die Herrschaften zu sehen. Über einen Aufzug werden die Speisen dann ins Restaurant gebracht. Dieses Gemälde hat man restauriert und es hängt heute wieder in einem der Speiseräume. Diese sind auf 2 Etagen verteilt. Mit dem Wetter haben wir Glück und können zwischen den bunten Pflanzen im Weingarten den Abend beginnen. Das Gut wurde auch 2020 wieder zu den besten 500 Restaurants in Deutschland gewählt. Wir werden nicht enttäuscht. Wo es geht, werden regionale Produkte verarbeitet. Köstlichkeiten der Saison und aus nachhaltiger, ökologischer Landwirtschaft. Alte Gemüse- und Getreidesorten werden wiederentdeckt und neu interpretiert. Woher kommt die Begeisterung für so etwas Altes? Ich habe mich schon immer eher für ältere, für klassische Sachen interessiert. Neues, was schnell kam, was schnell ging, damit konnte ich mich nie groß anfreunden. Und als ich das hier gesehen habe, als ich hier zum ersten Mal reingekommen bin und mich 120 Jahre zurückversetzt sah, dann kam die Begeisterung von selbst. Der Gedanke daran, das zu entwickeln, das zu gestalten, in alte Pracht zu versetzen, der hat unheimlich viel ausgelöst. Und darum geht es ja im Leben, dass man letzten Endes Dinge tut, die man mit Leidenschaft verfolgt, die einem etwas zurückgeben. Und deswegen war die Entscheidung sehr leicht. Nach und nach wurden Nachbargrundstücke miterworben und auch die Fachwerkgebäude renoviert. Hier sind weitere Zimmer entstanden. Außen wie innen wurde das originale Fachwerk wieder freigelegt. Jahrzehntelang fand man Fachwerk gar nicht schick und hat es verputzt, um die Häuser besser zu dämmen. Heute ist man froh, dass es noch erhalten ist. Warum nicht vor dem Schlafengehen noch ein Bad nehmen? Der Weg ist nicht weit. Wenn der Blickkontakt ins Badezimmer stört, kann man immer noch den Vorhang schließen. Alte Mauern werden heute mit modernen Ansprüchen kombiniert. Wertvolles Mobiliar erwartet die Gäste und viele Zimmer gibt es so nur einmal. Gefrühstückt wird in alten Weingutsgewölben unter den Zimmern. Hier geht es noch tiefer in den Weinkeller.
Das ist sicherlich kein Investitionsobjekt, wo man weiß, man kriegt diese Rendite heraus. Und deswegen muss die Rendite auch in der Form herauskommen, dass es einem Freude und Zufriedenheit schafft, wenn man sieht, was daraus wird und dass es anderen Menschen gefällt, dass sie gern hierher kommen. Das ist mit Sicherheit auch ein großer Teil der Motivation. In jeder Ecke findet man Details, die liebevoll gestaltet sind. Im Neobarock hat man sich Mühe gegeben, dass jedes Möbelstück und auch jeder Gebrauchsgegenstand etwas Besonderes ist. Denn das alles sollte generationenlang halten. Vieles hier ist über 120 Jahre alt. Was heute historisch ist, griff auch damals schon auf den Stil früherer Jahrhunderte zurück. Um 1900 war es Brauch, dass man das Anwesen wohlhabender Familien kunstvoll verzierte und sich dabei auch an Elementen vergangener Zeiten bediente. Die Familie eines gut gehenden Weingutes konnte sich das damals leisten. Mit dem Bau des Gutes war das Vermögen aber wohl auch aufgebraucht. An den alten Möbeln sieht man, dass man hier einst wirklich prunkvoll gelebt hatte. Doch dann wurde das Haus lange nicht mehr gepflegt. Schäden wurden provisorisch geflickt. Frühere Türmchen einfach abgedeckt. Aus dem alten, verwohnten Haus ist heute ein Palast geworden. In einer Weinbaugemeinde verwundert es nicht, dass man große Weinkeller hat. Hier kann zum Beispiel eine Röhre zum Speisen genutzt werden und die nebenan für das Bühnenprogramm. Für so viel Kunst braucht es auch die passenden Räumlichkeiten und die liegen tief. Im Gewölbekeller finden Jazz, Klassik und Swing ihren Platz. Solche Kronleuchter machen gleich was her. Als hier noch rheinhessischer Wein gelagert wurde, gehörten diese wohl nicht zum Inventar. Von karibischer Nacht über Comedy-Veranstaltungen findet hier einiges statt, was das Kulturleben in Westhofen bereichert. Die Besucher kommen auch von weit her aus den Metropolen an Rhein und Main. Doch zurück ins Schlösschen, mit dem alles begann. Sie haben hier auch noch diesen historischen Ofen. Überhaupt, es scheint hier vieles original zu sein, oder? Ja, das ist das Besondere an dem Haus. Es wurde einmal 1899 gebaut, und zwar sehr feudal. Und seitdem wurde nichts mehr gemacht. Und als ich hier reinkam, vor 6 Jahren, standen zum Beispiel alle alten Möbel hier noch drin. Ich habe die alten Familienalben gefunden. Also gesehen, was denn unter Umständen tatsächlich verändert wurde, um das auch wieder in den alten Zustand versetzen zu können. Und solche Elemente wie beispielsweise der Kachelofen hier, die sind natürlich toll, die erzeugen Atmosphäre. Haben wir mittlerweile wieder in Stand gesetzt. Dann haben wir hier einen alten Erker, wir haben die Holzvertäfelungen und wir haben viele Möbelstücke, die eben noch an den Seiten stehen, die alle original 1899 von dem Architekten eingerichtet wurden. Also sehr, sehr viel Original, Fußböden, Holzvertäfelungen, Fenster. Alles haben wir wieder instand gesetzt, nichts wurde wirklich ausgetauscht und erneuert. Ja. Wie kommt es, dass man das Glück hatte, dass so vieles noch aus der Originalzeit hier ist? Nun, so wohlhabend die Familie war, als sie sich leisten konnte, dieses Weingut hier zu bauen, so finanziell geschwächt war sie später, um noch nicht mal einfachste Reparatur- und Sanierungsarbeiten sich leisten zu können. Und deswegen wurde auch nichts kaputt renoviert. Und das war das Glück letzten Endes von dem Gebäude, das ist heute wieder in so alten Glanz erstrahlt ist. Ja. Sie haben einiges Historisches sogar wieder dazu gemacht. Es gibt ganz oben nämlich etwas, was es ursprünglich gab und zwischendurch gefehlt hat, die Türmchen. Genau. In den Familienfotoalben haben wir gesehen, dass das Dach früher viel reicher wirkte. Das heißt, wir hatten dort einen großen Turmreiter, wir hatten einen Zwiebelturm und wir hatten 4 Gauben. Die sind im Laufe der Zeit wohl abgefallen oder abgetragen worden. Auch die Nachbarschaft konnte sich nicht mehr wirklich daran erinnern. Also so lange muss das schon zurückliegen. Und aufgrund dieser Fotos
und der Blaupausen der Architektenpläne. Also von 1895, 96, die wir hier auch gefunden haben, konnten wir rekonstruieren, wie das aussah und haben dann bei der Dachsanierung, die ohnehin fällig war, diese alten Sachen, den Turmreiter, Zwiebelturm und die Gauben wieder aufgebaut. Heute sind wieder alle Türme da, wo es sie schon 1899 gab. Unendlich viele Winkel zieren die Fassade und vor allem das Dach. Von unten kann man gar nicht alles erkennen. Die Kamine, kleine Dächer, alles musste von Fachleuten wieder auf einen neuen Stand gebracht werden, die das so bauen können wie damals, mit dem Komfort von heute. Die alte Villa wird auch künftig viel zu erzählen haben. Stefan Spieß hat dafür gesorgt, dass hier neue Geschichten entstehen können. Und er hat einen Glanzpunkt in Rheinhessen geschaffen.